Die Idee für dieses Bild habe ich bei Pinterest gesehen. Die Künstlerin heißt Sharon Nolan. Und ich dachte mir, ich mache mal sowas Ähnliches. Und zwar habe ich mir Steine besorgt. Also entweder bekommt man die in Bastelgeschäften, wie zum Beispiel bei Idee, oder man sammelt die einfach selber in der Natur. Und dann braucht man relativ stabiles Papier, was man im Anschluss auch nochmal auf eine Pappe kleben kann, damit das alles ein bisschen verstärkt ist. Ich beginne jetzt einfach damit, die Steine auf das Papier zu legen. So, ich habe das Bild jetzt fertig angeordnet und als nächstes nehme ich mir eine Heißklebepistole und klebe die Steine vorsichtig auf das Papier. So, ich werde jetzt im Anschluss diese Klebefäden mit einer Pinzette entfernen. Wenn man möchte, kann man das Bild jetzt noch auf eine Pappe kleben, damit das stabiler wird. Ich lasse das jetzt so, denn das hält auch ganz gut. Und dann ist das Bild auch schon fertig.